So my preaching today meine Predigt heute has to do with the body, with the eigentlich was mit Geburtstag zu tun. Because the Bible says, denn die Bibel sagt, in old age, im hohen Alter you will still bring fruit. Wirst du noch immer Frucht bringen. In old age, you will be fruitful. Selbst im hohen Alter wirst du noch fruchtbar sein. You will be green. Da wirst du noch grün sein. You will be saftig. You have saft. Ja, du bist saftig. Okay. Noch immer saftig. Your mind is refreshed. Dein Denken ist immer frisch. Sie sagen, you are 40, so now du bist you 40. Are losing your memory. Oh, du verlierst jetzt schon langsam mal dein Gedächtnis. No. Nein. No. Nein. The Bible says, die Bibel sagt, old age, im hohen Alter you will still bring fruits. Wirst du noch immer Frucht bringen. Halleluja. Halleluja. Is that your faith? Is that your belief? Ist das euch at old age you want to bring fruit? Euer Glaube, im hohen Alter noch Frucht zu bringen? In Germany is difficult. In Deutschland ist das ein bisschen schwierig. When you are 70 or 60, wenn du 70 bist oder 60 bist, they don't even want to see you walking around. Da möchten sie am liebsten gar nicht mehr, dass du rumläufst. They want you to be in the old house. Die würden dich gerne ins Altersheim tun. You see? You kill those people. Du tötest solche Menschen. Because life must be active. Denn Leben hat was mit Aktivität zu tun. Your mind must be active. Dein Denken muss aktiv Your body sein. Must be active. Dein Körper muss aktiv sein. If you have that mindset, wenn du diese Einstellung that hast, I'm now in retirement, oh, ich bin jetzt im Ruhestand, you send signals to your body, dann sendest du deinem Körper Signale aus. That now we are not going to be active anymore. Okay, das war's jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr aktiv. So you will die. Und dann wirst du sterben. That is now God created so us. Hat Gott uns nicht erschaffen. He said in old age, er hat gesagt, im hohen Alter we'll be fruitful. Werden wir noch fruchtbar Our sein. Mind will be refreshed. Unser Denken wird immer erneuert. Halleluja. Halleluja. So if you celebrate birthday, wenn du also Geburtstag feierst, it's a good thing. Dann ist das eine gute Sache. Okay, but especially when you are going towards 60 or 70. Aber wenn du dann 60 oder auf 70 zugehst, you must have the reason why you celebrate birthday. Dann musst du einen Grund haben, warum du überhaupt deinen Geburtstag feierst. Not just to gather people. Nicht einfach nur um Leute zusammenzurufen. Because you have missed people a lot. Weil du Leute so vermisst. So now you use that day to gather und them. Jetzt nutzt du diesen Tag, um die ganzen Leute zu dir zu holen. So they can tell you good things. Damit sie dir was Schönes erzählen können. It's not enough. Das reicht nicht. It's not enough. Das reicht nicht. Halleluja. Halleluja. You think you are still there? Seid ihr noch immer da? So I want to tell you today, ich würde euch gerne heute don't sagen, let anybody reduce you. Lass dich von niemandem klein machen. Don't allow anybody. Lass es nicht zu, dass irgendjemand dich you klein see, macht. It's your life. Denn es ist dein Just Leben. Your life. Nur dein Leben. And you have to live it. Und dieses Leben musst du leben. But if you are reduced and you are limited, aber wenn du begrenzt bist, wenn du dich klein fühlst, and they tell you because you are this, you und are die that, sagen dir, ja, du bist das und du bist das und du bist das, das kannst du nicht und das nicht, those things will reduce you. Dann werden dich all diese Sachen klein kriegen. So you have to free your mind. Du musst also dein Denken befreien. Halleluja. Halleluja. But I want to show you a scripture. Ich würde euch gerne eine Schriftstelle zeigen. Before we proceed. Bevor wir weitermachen. So you will know the secret. Damit ihr das Geheimnis kennt. How to be fruitful. Wie man Frucht bringt. You want to be fruitful, right? Ihr möchtet doch alle noch Frucht bringen, oder? You want to be fruitful. Ihr möchtet doch fruchtbar sein. I heard about a man in India. Ich habe von einem Mann in Indien gehört. More than 100 years der war mehr als 100 Jahre he alt. Ran a marathon und er ist noch mit den Marathon with gelaufen. Young people mit jungen Leuten and zusammen. He won. Und er hat sogar gewonnen. You see? Seht ihr? Even some of us cannot even jog anymore. Einige von uns können nicht mal mehr joggen.
You see, but aber even at old age, sogar im hohen Alter, we bring fruit. Werden wir fruchtbar sein. You see? I want to show you the secret. Ich wollte euch dieses Geheimnis wissen lassen. How to bring fruit at wie old man age. Im hohen Alter noch fruchtbar it's ist. Possible. Denn das ist möglich. Because you have to think God is older than you. Ihr müsst immer denken, Gott ist doch viel älter als ich. The ancient of days. Er ist doch der, der seit ewigen Zeiten he is alive. Ist. Er lebt. He is not bending. Er ist nicht gebückt. Er geht nicht gebückt. Er hat auch kein graues Haar. God is full. It's saftig. God is saftig. It's full of energy. Gott ist voller Energie. So I want to show you the secret. Und ich möchte euch jetzt dieses Geheimnis zeigen, wie man noch im hohen Alter fruchtbar sein kann. Number one is you have to take care of your mind. Du musst auf deine Gedanken achten. It's number one. Das ist die Nummer eins. Because stress. Denn Stress comes from your thought life. Geht von deinen Gedanken aus. The real stress. Der wahre Stress. The real stress. Der richtige, echte Stress. That destroys. Der zerstörerisch ist. Is upon your mind. Der befindet sich in deinem is Kopf. The load upon you. Das ist die Last, die the auf heaviness. Dir ist. Diese Schwere, die du spürst. And it goes directly to your nerves. Und to your nervous die hat system. Direkte Auswirkungen auf dein Nervensystem. Muss I believe ich glaube, most sickness dass die meisten Krankheiten come from your nerves. Von deinen Nerven kommen. Because everywhere is your nerves. Denn dein ganzer Körper ist voller Nerven. When pressure upon your nerves, wenn Druck auf deine Nerven ausgeübt then it's in wird, your heart, then it's dann in your löst das digestive system. Was in im Herzen aus oder im Verdauungssystem it's in your brain. Oder in deinem Gehirn. When you're under stress, wenn du unter Stress you stehst, can't think really good. Dann kannst du nicht mehr wirklich gut denken. Really? Wirklich. The life is designed das Leben ist designed from the fall. From the fall. Vom Fall. You get it? Ja. Okay. That you are heavy loaded. Dass du so schwer beladen bist. The atmosphere is designed. Die Atmosphäre ist so designed. That you are intense. Dass du unter Spannung stehst. That is where life is designed, not from God. So ist das Leben heute designed, aber das kommt nicht von Gott. So that is a woman intelligence. Das you know? Kommt von deiner menschlichen Intelligenz. So those things put pressure. Und diese Dinge, die üben Druck auf dich aus. And if you don't have the ability to stand against und those wenn things, du nicht die Fähigkeiten hast, dem richtig dich in den Weg zu stellen, they will break you, dann brechen sie dich. Because it's all around us. Denn das ist ja überall um uns herum. You are driving. Du fährst. Somebody is behind you. Jemand ist hinter dir. He's telling you get out of the way. Aus dem Weg, weg. You see? If you are not strong enough, wenn you'll du be nicht sweating. Stark genug, you'll be sweating. Wenn du nicht stark genug bist, fängst du an zu schwitzen in der Situation. You see? I was with Hans in Holland. Ich war mit Ernst in Holland. We want to park somewhere. Wir wollten irgendwo parken. But we don't know how to operate the machine. Wir wussten nicht, wie wir den Parkautomaten bedienen and sollten. Und die Schlange hinter uns, die wurde länger und länger und länger und länger. We were nervous, und know? Wir wurden richtig nervös. But God help us, you aber see? Gott hat uns da wirklich geholfen. Really? I'm wirklich? Serious. Das meine ich ernst. Du kannst den Ernst selber fragen, der ist Zeuge. It was a situation where we don't know what to do. Eine Situation, wo wir nicht wussten, wie wir da rauskommen sollen. So it's designed. The life is designed. Das Leben that ist stress is so always there. Designed, also entworfen, dass wir immer überall auf Stress stoßen. Really? Wirklich. Work at work. Arbeit, you have stress. Da hast du Stress. At home zu Hause is everywhere. Ist Stress even überall. Listening to the news, und wenn man sich die Nachrichten anhört, hast du noch viel mehr Stress. Some people speak to you. Leute sprechen mit dir. While speaking to you,
Und während sie mit dir sprechen, they are taking life out of you. Ziehen sie dir Leben ab. You see? It's everywhere. Überall ist das. You get it? So you can't ask yourself, why am I having gray hair now? Du kannst it's dich normal. Also nicht fragen, wieso habe ich schon graue Haare? Das ist doch in so einer Situation why normal. I lose my hair? Warum verliere ich meine Haare? You see, why I'm sweating? Warum schwitze ich? Of course you sweat. Natürlich schwitzt because du. Because there is something around to make you sweat. Um dich herum gibt's vieles, was dich zum Schwitzen bringen kann. You see? Siehst du? And we are Christians. Und wir sind Christen. We have to be realistic. Wir müssen realistisch sein. About this reality. In Bezug auf diese Realität. Praise the Lord. Gepriesen ist der Herr. So, but you see, stress is everywhere. Aber ihr müsst ja zugeben, überall ist Stress. So, if you don't do anything. Und wenn du dann nichts about the stress gegensetzt, then you cannot produce fruit at. At your old age. Dann wirst du im hohen Alter keine Frucht bringen. Even at your young age. Sogar wenn du jung bist nicht. You see? So you have to make sure you have a wonderful thought life, you see? Ihr müsst sicherstellen, dass ihr ein sehr gutes Gedankenleben habt. You see? Because you are a tree of life. You are a tree, you are a tree. Denn ihr seid ein Baum. Okay? And your tree und euer Baum must be planted in water. Muss im Wasser gepflanzt sein. Really, that's wirklich your life. Das so, damit kann man euer Leben vergleichen. Really, that's wirklich your life. Must be so planted ist euer Leben. In water. Ihr müsst im Wasser gepflanzt sein. And when your life is planted in water, und wenn euer Leben im Wasser gepflanzt ist, it will produce fruits. Dann wird es immer, immer Frucht bringen. So the Bible says, die Bibel sagt, in your old age, in deinem hohen Alter, you will produce fruit. Wirst du Frucht why? Hervorbringen. Warum? Because your tree is planted in water. Weil dein Baum im Wasser gepflanzt ist. That water dieses goes through your Wasser body, geht durch deinen Körper, in your mind, durch dein Denken. You are refreshed, du bist erfrischt, you are inspired, du bist inspiriert, you are full of hope, du bist voller Hoffnung. You see? You are not stagnant. Du bist nicht im Stillstand, you du bist hear, nicht stagnant. You hear clearly. You hear clearly. Du hörst sehr klar. Your understanding is fresh. Dein Verständnis ist frisch, because you are planted in water. Weil du im Wasser gepflanzt bist. Many people are not planted viele in water. Menschen sind nicht im Wasser gepflanzt. They are planted on the rock. Die sind auf Stein gepflanzt. So, after some time, they nach just einiger fall Zeit away. Fallen sie ab. They lose their mind, they lose sie joy. Verlieren die Kontrolle über ihre Gedanken, so, sie verlieren ihre Freude. You see? You have to practice this thing. Du musst das, was du hier hörst, anwenden. Then you will enjoy life better. Und dann wirst du feststellen, wie du viel mehr Freude in an deinem Leben 91, hast. Im Psalm 91, the Bible da says, sagt die Bibel, with long life I will satisfy you. Mit langem Leben werde ich dich sättigen. That means, das bedeutet, you will live a satisfied life. Du wirst ein erfülltes Leben führen. Not houses or cars. Und das hängt nicht von deinen Häusern no, oder von deinen no, Autos ab, joy, sondern strength, von deiner Inspiration, von deiner Freude, von deiner inneren Kraft. If you have cancer, wenn du Krebs hast, how can you say you are satisfied? Wie kannst du denn dann sagen, ich bin zufrieden? No. Nein. You are not, because das bist du nicht. The sickness is a problem. Denn deine Krankheit ist dein Problem. But if you are planted in water, aber wenn du im Wasser gepflanzt and bist you are in the water, und du bist in Wasser and that water is flowing through und you, dieses Wasser fließt durch dich, you know, when dann cancer comes, weißt du, wenn when Krebs comes, kommt, it must bow. Dass der Krebs sich beugen muss. So you don't believe it, right? Das glaubt ihr nicht, oder? Your arm is weak, right? Euer Arm ist so schwach heute. Okay, but this is for real. Aber das ist die Wahrheit. Halleluja. Halleluja. I am almost finished. Just a ich second. Bin fast fertig. Halleluja. Halleluja. Let's look at the Psalm 92. Schau dich mal den Psalm 92 oder 91? 92, 14. Psalm 92, 14 an. Or let's look at Psalm 1 first.
Let's look at someone, sorry, someone first. Zuerst gehen wir zum Psalm 1. Someone. Okay. You need inspiration for life, you Ihr know? Braucht Inspiration für euer Leben. When you notice people Wenn ihr feststellt, who always complain, dass Leute sich immer beschweren, always down, dass sie immer down sind, always stomach pain, wenn sie immer Bauchschmerzen always haben, sick and sick wenn sie and immer krank sick, sind always und krank sick. Sind und krank sind, They don't have the water. dann mangelt es ihnen an Wasser. So they need help. Sie brauchen Hilfe. So they are complaining. Und sie beschweren sich. But that will make the situation Aber worse. Das macht die Situation nur noch schlimmer. Just plant yourself in the water. Pflanze dich selbst in dem Wasser. Halleluja. Halleluja. Have you experienced something in your life that one month out of your life, no bad thought, no stress, nothing, you are just flying. Habt ihr das schon mal erlebt? Einen Monat lang, keinen schlechten Gedanken, no problem, keine Probleme, no pressure, kein Druck, kein Stress, flying. Ihr fliegt einfach nur. Who has experienced that? Wer hat sowas schon mal erlebt? One month. Einen Monat lang. Praise the Lord. Gepriesen ist der Herr. But if you experience that, aber wenn du sowas erlebst, it's powerful, dann ist das so kraftvoll. Because that means so much healing has taken place. Denn das bedeutet, dass in deinem Inneren so viel Heilung stattgefunden that means ist. Das bedeutet, your body is reprogrammed, dein Körper wird umprogrammiert, for being good health. Gesund zu sein. Means you have reversed many things. Das bedeutet, ihr konntet das Steuer rumreißen in eurem Leben. You get it? Mm-hmm. Okay. So you can reverse many things. Ihr könnt viele, viele Dinge umkehren. You see? So, but those things must be practiced. Aber das muss immer praktiziert werden. It will not come automatically. Das kommt nicht automatisch. You see? And our thought matters a lot. Und unsere Gedanken spielen eine große Rolle. You have two children. Ihr habt zwei Kinder. From the same mother. Von der gleichen Mutter. One believes my mother hates me. Ein Kind glaubt, meine Mutter hasst mich. She just believes it. Sie glaubt es einfach. The other, die andere, believes, glaubt, my mother loves me. Meine Mutter liebt mich. Although the mother is more harsh to her than the other one. Obwohl die Mutter viel härter zu der einen ist als zu der, die sich nicht geliebt fühlt. You see? It might be true that your mother is harsh to you. Das kann vielleicht so sein, dass deine Mutter hart But zu dir ist. Thought alone will destroy Aber dieser you. Gedanke alleine, meine Mutter liebt mich nicht, wird dich zerstören. You see? So, because it will take strength out of you. Denn solche Gedanken ziehen dir Kraft ab. You see? Life is not just eating and sleeping. Das Leben besteht nicht nur aus Essen und Schlafen. No, it's not Nein, enough. Das reicht nicht. Your inside dein Inneres is the energy place, is the powerhouse. Dein Kraftwerk. The house is the powerhouse. Das ist sowas wie ein elektrisches Kraftwerk. So let's read this Lass thing, uns jetzt lesen im Psalm 1. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. You see? Seht ihr? You see? Seht ihr? Not every tree is planted in water. Nicht jeder Baum ist an Wasserbächen gepflanzt. It shall be like a tree. He's talking about you. Er spricht von dir. Dann bist du wie ein Baum, planted by the rivers of water, gepflanzt an Wasserbächen, that bring forth its fruit
in his season, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Look, his leaf also shall not wither. Und seine Blätter, schaut mal, verwelken and nicht. Whatsoever he doeth shall prosper. Und alles, was er tut, gerät. This is wonderful. Wohl. Ist das nicht wunderbar? This is wonderful. Read number two plus. Wir lesen nochmal Nummer zwei. Sondern seine Lust hat am mm-hmm. Gesetz des Herrn mm-hmm. und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. You see? He's talking about meditation. Hier steht etwas von Meditation. Meditation day Meditation, and night. Tag und Nacht nachsinnen, meditieren. Is meditating. Er meditiert. By his stripes I'm healed. Durch seine Wunden wurde ich geheilt. Is not meditating. Er meditiert nicht. The cancer is coming. Über den Krebs, der da. Is not meditating. Da ist. Er meditiert nicht über. That my organ is shutting down. Oh, meine Augen werden immer schlechter. But is meditating. Aber er meditiert. I am full of health. Ich bin voller Gesundheit. He's meditating about the word. Er denkt über Gottes Wort nach. The water is coming up. Das Wasser fließt dann hoch. You see? Because if you have a camera in your hand, denn wenn du eine Kamera in deiner Hand hast, you want to snap something, und du möchtest etwas fotografieren, and you adjust your camera to what you want to get. Und du richtest deine Kamera auf das Bild aus, das du haben möchtest. And you snap it. Und dann kommt der Schnappschuss. Then the picture will come out. Und das Bild kommt raus. The same thing with your genau life. So mit deinem you Leben. Focus your mind, wenn du dich fokussierst, you focus your mind on sickness, auf Krankheit, and of depression, auf Depression, then your mind get the picture. Dann kriegt dein Denken dieses sind in deinen Gedanken solche Bilder. Then later und später you have the picture. Wirst du dieses Bild wirklich sehen. You see? You don't believe it? Glaubt ihr das nicht? But the Bible says. Aber die Bibel redet davon. This is not theory, this is das for ist keine real. Theorie, das ist die Realität. Have you seen it here? Have you seen it here? He said, let me put, he said, in okay, he said, lust is not really good, but that's German language. Das Wort Lust hier an der Stelle ist nicht so richtig passend, aber das ist deutsche Sprache. Sondern seine Lust hat am Gesetz, right? Mm-hmm. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das heißt, is thinking every day. Das heißt, er meditiert, er sinnt nach, er denkt darüber okay. nach, Tag okay. und Nacht. About God's word. Über Gottes Wort. You see? You see? So then he said that person. Und dann steht da diese Person. Who thinks? Die and meditate. Denkt und meditiert. About God's word. Über Gottes Wort. He said. And it shall be like a tree. Der ist wie ein Baum. Planted in water. Gepflanzt an Wasserbächen. You see? Because you are thinking on God's word. Weil du dich mit Gottes Wort you beschäftigst. You are meditating on God's weil word. Du über Gottes Wort meditierst. Your camera is focused deine in the Kamera right image. Ist auf die richtigen Bilder ausgerichtet. So then it's flowing to you. Und dann fließt das zu dir. It's flowing to your brain, durch das von to deinem eyes, to your von heart, Kopf zu your deinen kidney. Augen, so Herz, you Nieren, are in water. Bis du im Wasser stehst. You see? Is that what you want? Ist das, was du gerne hättest? Really? Wirklich? So you can practice this dann praktiziert das doch einfach. Is it difficult? Ist das schwierig? No, it's not. Nein, das ist es nicht. It's not. Das ist es nicht. Just take time, so nimm dir Zeit.